Also, jetzt setze ich einen Buccaneer und trinke ein Bier. Nein, ich bin kein Poet. In Holland sagt man, hey, gestern hatte ich einen Strandtag und ja, habe die Cam mal so gut wie liegen lassen, obwohl es mir schwer gefallen ist. Ich bin ja richtig süchtig danach. Ich habe mir auch vorgenommen, in Holland gar nicht zu filmen, aber irgendwie hat es dann wieder in den Fingern gejuckt. Naja, so ist das halt, ne? Also der eine raucht, der andere trinkt Bier. Ich kann die Finger von der Kamera nicht lassen. Ja, heute geht's wieder zum Strand. Da werde ich dann mal mein Board ausprobieren. Das habe ich gestern nicht gemacht. Dafür war ich aber schon im Wasser. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg ins Dorf. Brötchen holen. So, noch ein bisschen einkaufen. Brauche noch ein bisschen Knete von der Bank. Ja, ansonsten grüße ich alle, die mich kennen. Und wünsche euch allen einen angenehmen Donnerstag. Ich bin jetzt am Flussmarkt angekommen, endlich. Also unter der Kappe schwitze ich schon wie Sau. Ja, da gehen wir jetzt mal rein. Nehme ich euch mit. Zack, zack. So, wir brauchen als allererstes Brötchen. Das hier so schöne leckere Tüten. Was nehmen wir denn da heute mal? Ja, ich habe nur zwei Hände, ich lege die mal eben ab. So, der Brötchenkauf hat sensationell geklappt. Ja, zwei Croissants und zwei einfache Weißbrötchen, oder wie man die nennt. Ich glaube, eine Milch dürfte auch noch sein. Opa! Aber wir gehen mal in die Bierchenabteilung. Übrigens, das ist das Bier. Heineken kennt jeder. Kölsch ist gut. Wo haben wir denn das Leffe? Hier, Leffe Blond. Sensationell. Aber ich bleibe ja bei alkoholfrei. Eingepackt. Ist doch lecker, kann man trinken auf jeden Fall. Schön 0%. Bleibst immer klar im Kopf. Ja, und schon wieder raus. Hab mein Tütchen voll bekommen. Ist auch schwer. Ist doch noch ein bisschen mehr drin gelandet, als ich dachte. So ist das eben. Man will ja nicht verhungern und nicht verdursten. Jetzt geht's zurück und dann wird gefrühstückt. Und dann melde ich mich wieder vom Strand. Ciao! Mitgebracht, viel gewinnt. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mit mir spielt. Ich habe da schon mal gesehen. Ich zeige euch das mal. Ne, das machen wir dann nicht. Ah, da hinten, da gehe ich jetzt hin. Ob die Bock zu zocken haben. So, ich mach mir mal einen. Ich habe jemanden gefunden, der mit mir viel Gewinn spielen will. Und diese Person werde ich jetzt abziehen. Ich muss natürlich erwähnen, dass diese Person unerkannt bleiben möchte. Ja, so ist das halt eben. Ich respektiere das, ich hoffe ihr auch. Ja, immer M.
kann nicht anders reden. Ja, dann wollen wir da mal hingehen. So. Matchday. Die müssten zur Musik reichen. Seefahne. Das ist ja auch eine Bremenfarbe, ne? Komm, nicht sehr. Der will ja auch keiner spielen. Scheiße. Ja. Das ist einfach die Beste. Könnte das Ding jetzt wieder. Sie haben verdient gewonnen. Ne, verdient gewonnen. Okay. Bitte. Auch hier habe ich das Spiel wieder verloren. Ne, ich tue es nicht mehr. Egal gegen wen ich spiele, ich verliere. Also wenn die Holländer was können, dann ist es das hier. Frikandel. Ah ne, ja doch, Spezial. Ich habe ja das Match am Strand verloren und wir haben darum gewettet, dass ich dann bei der Familie den Rasen mähe. Ja, und da bin ich jetzt auf dem Weg hin und werde meine Wette einlösen. Tja, dann bis gleich. Fertig. Eingelöst. Ich spiele nie wieder.